Hello. Sorry, wollte ich nicht. Ich wollte nur was gucken kommen. Weil du hast das mit deinen Kisten bei deinen Bildern so gut geregelt und deswegen, ich habe da noch normale Kisten, die nicht direkt ins System gehen. Wollte ich mal gucken, wie du das so machst. Und ich wollte mir deinen Totenkopf mal angucken. Okay. Läuft noch nicht so ganz das. Ah, okay. Der richtig dicke Baustellen-Abwehrung dran war. Ah, ja, okay. Jetzt verstehe ich auch, wie du das ma machen wolltest. Ah, okay, ja, da brauchst du auch so Reinschaltungen, ja, das verstehe ich. Sonst hättest du dasselbe Problem wie bei mir halt auch. Wo denn? Der zurückgekickt. Na, das ist ja super. Denn hier überhaupt da mit Contact, ja. Und die drücken das hier wahrscheinlich eigentlich nach oben dann, ne? Ja, ist auch schwierig zu machen. So, bei mir habe ich das ja mit da schnell hier Redstone-Dinger da gemacht. Hier Clock, da wollte ich schon sagen, hier die du einstellen kannst von der Länge her, dass das Signal da länger durchbraucht. So, und dann habe ich abgemessen, wie lange das braucht quasi und habe danach die Zeit dann eingestellt. Dann wird der nächste Sender angespielt durch das Redstone-Signal. Der gibt dann quasi den nächsten Befehl raus, dass das Tor dann zugehen soll und so. Und da halt beim Zufahren dann halt genau andersrum, denn dass erst das hochfährt, dann das rausfährt, dann das, ne? So. Dann, das ist halt schwierig zu timen in dem Sinne, dass du denn das alles über einen Knopf machst, weil das halt unterschiedlich lang braucht, so, ne? Okay, das ist cool. Ich verstehe das jetzt. Also ich habe da mal kurz reingeguckt. Das heißt, immer wenn das passiert, nichts machen. Wenn das passiert, auch nichts machen. Wenn das aber kommt, dann geh an so und genau. Ach so, also eine If-Schaltung quasi, ja. Mm.
Nee, ist aber cool, hat was auf jeden Fall. Jetzt verstehe ich die Idee dahinter auch. Ich hatte erst so gedacht, du willst den Kopf nur so nach unten fahren lassen, so. Und nicht so, okay, das ist doch eigentlich voll easy. Einfach ein bisschen unten unter alles verkleben und dann, ne, wie wie so. Und dann habe ich deine Konstruktion gesehen und ich so, hä, okay, warte mal, was macht er denn da? Denn noch mit zur Seite und so, will er das ganze Ding verschwinden lassen, so. Und dann hast du das von nur bis zur Hälfte gemacht und dann habe ich das irgendwann immer mehr verstanden, wie du das vorhattest, so. Musste ich erst mal raffen. Nee, aber übelst geil. Ja, da musst du dir echt, du musst erst hervor eine Idee. So, und da fragst du dich so, wo mache ich den Anfang? Wie setze ich das in die Tat um und sowas? Wie mache ich das, danach nicht kaputt geht und sowas? Weil gerade mit viele Bewegungen, da kannst du auch schnell mal irgendeine Wand wegdrücken oder sonst was. Das hatte ich gestern zum Beispiel gesehen bei deinem Motor im Stream, dass du da noch zwei Zähne im Weg hattest und die ganze Zeit so, hä, was ist denn hier los? Das habe ich zu schwachen Motor so und ich nur so, ah, ich habe schon gesehen, woran es liegt. Aber gut, ich kann da ja jetzt gerade nichts sagen, ich bin ja am Arbeiten. Doch tatsächlich bei dem, also bei dieser Stange schon. Bei einem Pisten ist es nicht so. Da hättest du nur einen Pisten genommen, der das nach der Seite zieht quasi, und dann einen Pisten, der das nach unten zieht. Dann wäre der Pisten stark genug gewesen, das komplett abzureißen. Das ist ja auch, wenn du den rausschiebst, dann fährt der nicht einfach nur gegen die Wand und dann so, ja, ich kann hier nicht mehr weiter. Der drückt dir die ganze Wand raus. So. Und alles, was dahinter ist, auch noch, wenn das irgendwie, ne? Also er schiebt dir ein Loch ins Berg rein, so. Aber bei dieser Stange, die ist tatsächlich schon so gut gemacht, dass du da keine Probleme hast mit irgendwelchen, ich reiß dir die halbe Bude hier ab, ne? Ja gut, das kannst du beim Pisten aber auch, aber nur über den Motor quasi. Ja, und das beim Pisten auch. Wenn du den runterstellst, hättest du den Pisten langsamer reinziehen lassen können. Oder auch bei dem Bearing Wheel kannst du dann auch langsamer das Tor aufgehen lassen, zum Beispiel. Wenn du Tore machst, das machst du ja meistens mit so einem Bearing Wheel und stellst dann ein, wie viel Grad das denn auf sein soll oder zu oder ne. Deswegen, das ist schon ganz geil. Ja, ist sehr komplex, der Kram. Also ich habe, wo ich meine Tür da gebaut habe, da ist mir auch der Kopf weggeraucht. Vor allen Dingen, denn wenn du das erste Mal so rumprobierst und dann auf einmal alles zerstört wird und du denkst so, oh nein, dann musst du erstmal wieder an jedem Ding da wieder einen einzelnen Schalter anbringen, die erstmal wieder alle in die Endposition bringen, dann wieder alles festkleben, dann wieder neu rumprobieren, was du für Zeiten brauchst und sowas und wie das am besten läuft und so. Ja, ich weiß noch, wo wir Projektstart hatten, da hat hier Ben quasi, Big Beneful, hat sich nichts Böses gedacht, hat einfach gedacht, oh, ich habe gesehen, nur einen Knopf, im Tunnel hatte ich ja auch erst Knöpfe angebracht mit Schilder. Die habe ich jetzt aber abgebaut wegen der Sicherheit. Jetzt kann nur noch von innen geöffnet werden und geschlossen werden. Und dann hat er sich so gedacht, so, ach Mensch, will ich mal ausprobieren. Nee, er hat nur den Zumachtknopf oben gesehen und nicht unten den Aufmachtknopf und drückt einfach auf zu, obwohl es schon zu war. Und dann auf einmal hat er die ganze Konstruktion da abgerissen. Ja, so, dann wo ich online gekommen bin, wo ich muss dir mal was beichten. So, oh nein! Ich glaube, das baue ich bei mir aber actually auch nochmal ein, so eine Sicherheitshaltung mit Kontext und sowas, weil es, glaube ich, einfach ja, auch nochmal sicher so. Bei mir, ich meine von innen, ich weiß, dass ich ja nichts verkehrt drücke, ich weiß ja, wie es funktioniert, aber für jeden anderen, der einmal durch meine Bude läuft und sich so denkt, was macht das hier eigentlich gerade? Auch du, hä? So, dann wird dran rumgedrücke und dann, ach nee, dann darfst du wieder alles neu machen, da habe ich dann nicht so Bock drauf. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, mit den Pisten, dann hättest du, wenn du hier noch eine Wand zwischen hättest, der hätte die und hier alles drinne ausgefüllt wäre, sag ich jetzt mal, der hätte dir den halben Berg zur Seite geschoben, so, ne? Ja.
Glaube ich wohl. Also, wie lange hast du da für das hier gebraucht, jetzt circa? Boah, das geht aber noch. Hat aber übelst was. Und das Straßenschild selber, ja. Ja gut, ne, du hast wahrscheinlich den ersten Pol gebaut, dann den gecopy-pastet und der hinten immer platziert, ne? So, dann. Ja, okay. Das ist fair so. Dass jeder andere hättest du es nur per Hand gebaut, der hätte natürlich ein bisschen länger damit gesessen. Ja, diese Gadgets sind auch übel praktisch, muss ich sagen. Also viele kennen die hier noch gar nicht so. Ja, verständlich. Ja. Nee, er hat aber übelst was, wo ich eben rausgekommen bin. Ich so, was ist hier los? Baustelle? Ist das irgendwie eine Mod? Kann man das irgendwie hinsetzen oder so? Und dann bin ich hingeflogen und hab gedacht so, nee, warte mal, das sind ja echte Blöcke hier. Nein, ist auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall auch. Ja, kommt ja jetzt ab Montag, Montagnacht quasi, wird das Update auf den Server gehauen. Von Modpack her steht es auch schon, muss nur noch veröffentlicht werden. Und da sind auch viele ganz neue Sachen noch mit dazu gekommen, tatsächlich. Also auch Dekokram und sowas, neue Grabsteine habe ich noch ein bisschen mit reingebracht, so dass du da noch mehr Möglichkeiten hast. Ja, so Outdoor-Möbel, sage ich dir mal, einen Grill, eine Bank oder einen Schubkarren und sowas, wo du so Sachen reinpacken kannst. Allgemein mehr Deko-Lampen so in London-Stil gehalten oder anderen so berühmte Straßenlaternen, sage ich jetzt mal. Halt richtig viel Deko-Stuff auch mit dazu. Was ich schade fand, ist, da muss ich vielleicht noch eine Lösung für finden. Ich hatte vom Mechanismen, wir haben auch Weapons noch extra Mod aus draußen. Die haben wir noch gar nicht drauf. Die wollte ich eigentlich mit aufbringen, aber die haut ständig Fehler rein. Deswegen war das leider nicht möglich. Mit diesem Update muss man noch mal abwarten, ob da wie selber der Mod-Entwickler da ein Update ausgibt. Vielleicht, dass das dann mal läuft. Weil da war ein Schwert mit bei, das kannst du richtig OP hochcraften und das hat in der Standard-Position schon 200 Damage. So. So, und wenn du das dann noch mit Upgrades versiehst und so, dann, ne, das wäre so das übelste OP-Schwert, ne, das ist so ein Katana. Deswegen, das wäre schon, und auch irgendwelche Laserschwerter waren dabei und sowas, hätte halt auch.
Immer wenn wir hier zusammen hocken, dann fliege ich. Ja, keine Ahnung, ey, was es ist. Richtig mies. Die da nur in ohne Shader funktioniert, dann meinst du? Krass, ey, das wäre richtig heftig, ey, einmal diese Endbosse da einschlagen, so, gute Nacht, schlaf gut, bis zum nächsten Mal. Heißt die nochmal? Warte mal, Bock, ich kann ja mal eben gucken. Mahu, ja. Boah, das muss ich auch noch mal ausprobieren. Anvil kannst du auch noch verkraften mit einer Rolle. Cool. Das gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Ja, die haben auch noch so Zepter hier, sehe ich gerade. Magical Stuff. Ne, Mystic Stuff. Ah, nice. Passt. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Bin ja auch Ars Nervous, will ich mir auch angucken, weil du da ja auch deine Waffen mit Spades versehen kannst und dann kannst du ja ein Schwert übelst OP machen, nur weil der Zauber da drauf schon so stark ist, ne? Okay, das kann ich jetzt so auch nicht entwickeln. Okay, nice. Okay, das ist wirklich cool. Also ich hatte auch schon ein bisschen mit Create ein paar Sachen gemacht, wie zum Beispiel auch die Baumfahne oder du kannst ja auch die Schematic-Kanone machen, den Bereich kopieren und dann die nochmal duplizieren, irgendwo hinschießen lassen mit der Kanone zum Beispiel. So, da kannst du ja echt viele coole Sachen machen, sage ich jetzt mal so. Oder halt Eisenproduktion und sowas. Stahl, was weiß ich, ne? Das geht ja auch alles. Schon ganz cool gemacht eigentlich, aber da gibt es jetzt mittlerweile schon so viele andere Mods, wo du es einfacher machen kannst. Ich meine, sieht cool aus bei Create, wenn du da so eine ganze Straße hast zur Produktion, keine Ahnung. Aber nur für den Zweck ist das sehr viel so, weil du da hast du da teils eine Maschine, die das alles kann, was eine Straße in Create macht, so, ne?
Ja, Create 4 oder wie das Datei jetzt 1, 2, 3, 4 und so, das gab ja auch Projekte. Das hat wirklich was dann, ja, weil der nutzt es auch, ne? Also. Ja, war auch noch am Überlegen, ob ich irgendwann meine Elevator, die ich habe, gegen den richtigen Create-Fahrstuhl einfach nur wegen des Stils austausche, so, ne? Weil ich meine, die Elevator sind cool, praktisch und einfach. Ein Block, kannst immer eben durch alle Etagen durchseppen, sage ich jetzt mal. Aber im Keller habe ich schon fast überlegt, ob ich da vielleicht sogar einen Lift einbaue von Create, so einfach nur, weil es cool aussieht, so. Hat was. Denn noch mit Etagenanzeige und allem so und. Ja, und ich habe ja schon ein paar mehr, aber. Dauert halt noch alles, ne? Also ich mache ja, hab ja ganz unten den Reaktorraum, dann habe ich da doch die Versorgung, also Flugproduktion so, dann habe ich da drüber quasi, jetzt fange ich an, den ganzen Raum mit Gartenklötzchen auszuversehen und die Etage darüber auch nochmal, um dann jede Pflanze quasi eine Reihe einmal zu haben. So, dann habe ich auf jeden Fall eine Derbsüberproduktion. Und da, wo mein Bilder jetzt quasi stand, wo das große Loch erst am Anfang war, wo du mal bei mir warst, da kommt jetzt quasi der Bienenraum hin. Dann will ich nach draußen noch so eine Plattform machen quasi, damit unten so Stands und so in der Höhle rein und dann oben so gewächshausmäßig rüber, so dass das so halb Gewächshaus, halb im Berg ist mit den Bienen und sowas. Dann will ich da noch so ein paar Bienen rumfliegen lassen und so, wie du auch eigentlich quasi, aber halt ein bisschen dezenter, nur zwei deiner Dinger, die du unten hast quasi, nicht so extrem. Das hatte ich in deinem Stream schon gesehen. Ich hatte ja gelegentlich mal reingerufen, ich so morgens zur Arbeit gefahren bin. Ich so, ach, lass du mal nebenbei offen, guckst du mal, was so andere machen, so, ne? Und dann hatte ich schon gesehen, Pyroid-Dings, ich so, Alter, what the fuck, wenn der Ding den so detailgetreu nachbaut, ey, das ist aber schon ein bisschen Arbeit. Ja, bin ich mal auf jeden Fall gespannt. Ich bin auch gespannt, wenn das hier lüft, deine Konstruktion. Ja, hast du dir auch ein bisschen was vorgenommen, ne? Also mit dem Weg, der hier noch rauskommt, da musst du ja auch noch eine Konstruktion für machen. Deswegen. Ja, safe. Also da mache ich mir auch keine Gedanken. Also möglich ist das alles, ist halt nur für, ja, wie soll ich das sagen, nur kopfzerstörend. Also mal ohne jetzt hier böse Wörter in den Mund zu nehmen, aber das zerstört schon ziemlich die Gedanken, so, weil du dann überlegst, oh, warte mal, dann löst das aus und dann muss das auslösen und dann geht das aber kaputt, wenn das und das passiert und dann musst du da irgendwie gegensteuern und wie machst du das am besten? Ah, so und so und dann funktioniert das nicht und dann irgendwie denn doch und dann. Ja. Ja, irgendwie schon, ne? Nicht, dass du denn, wenn du hier den Weg lang gehst, links und rechts, so, ach Mensch, da sind die ganzen Maschinen, die das betreiben, ne? Naja, also wenn du ganz hardcore übertreiben würdest, dann würdest du erst eine Wand da wegfahren lassen, so, dann fährt der rein und dann kannst du die Wand wieder zufahren lassen und dann kommt unten der Weg und dann, ja. Also du kannst ja die Wand, die das quasi versteckt, ja auch mechanisch machen, die erst auffährt, um das da dahinter zu packen und dann wieder zufährt, um das dann zu verstecken. So mit Pisten zum Beispiel. Aber das ist dann schon wieder noch eine Stufe härter und dann kommt da Mechanismus an Mechanismus und so. Das ist ja wie bei mir auch. Erst fährt die Wand hoch, so bei mir siehst du das ja gar nicht und dann kommt der raus und dann kommt eine andere, um dem das Loch zu flicken und sowas. Ne? Aber das ist hier ja nochmal komplexer denn so, also weil da dann noch mehr steckt. Vor allen Dingen mit den Zeiten ist das ja auch wichtig. Die Wand da fährt, muss ja erst auffahren, bevor das Ding reinfährt, so, ne? Da muss er irgendwie zeitlich abtreiben, damit das dann nicht zu früh auflöst und so. Oder halt auch irgendeine Spaltung einbauen, dass das nicht möglich ist vorher quasi. Und dass es danach auch wieder zufährt quasi, wenn das und das passiert ist, wenn du die Endschalter erreicht hast. Das ist halt
viel Logic waren, sag ich jetzt mal. Aber an sich ist das, glaube ich, schon eine geile Lösung, so, weil du dann definitiv das dahinter verstecken kannst. Weil wenn du es einfach zubaust, dann schiebt dir der Ding wieder weg, ne? Oder blockiert halt einfach durch die Dangler. Wird schon. Bin ich optimistisch. Ja. Ja, das geht natürlich auch. Das wäre dann nochmal eine Stufe einfacher, wenn du das an die Treppenschaltung machst. Ah, wegen dem Weg in der Mitte, ne? Heute können wir dick Farmtour machen jetzt. Aber ist gut. Das geht jetzt aber auch erst seit kurzem wieder, seit dem Server-Neustart so richtig, ne? Davor war das irgendwie eingefroren oder so, ne? Ja, Blood Moon hatte ich auch schon gesehen, tatsächlich. Den hatte ich schon gesehen, also der war auch. Ja, das war Glück, wa? Ach du, also zur Not, wenn du so auf Blitze stehst, ich kann zu Hause ein Buch holen. Also da ist ein Spell drauf, da kann ich richtig Blitze auf dich schießen und sowas. Oh, warte, wenn du das warte, ich komme gleich mal wieder. Das will ich mal eben dann ausprobieren, ob das bei dir reinhaut. Alles gut. Ja. So, ich glaube, wir gehen mal ein bisschen nach vorne. Ja. Wow. Ist das Kacke.